Tag 21, Eindämmung der Kriminalität. Na, danke, wollte ich gerade sagen. Na, kann man auch sagen, lieber na, Prost Mahlzeit. Oh, ernsthaft, jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie waren stark und bewaffnet. Eindämmung der Kriminalität, ja, das merke ich. Aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Dakaria und Zenovia wurden verletzt und die Angreifer haben ein paar Dinge mitgenommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dinge, die sie gestohlen haben. Fleisch und ein Wasser. Munition haben wir zwei verbraucht. Wir brauchen unbedingt Munition. Es hat Probleme gegeben, ja genau. Wir hoffen jedoch, dass Miffy bald zurück sein wird. Das hoffe ich aber auch. Dakaria hat eine tiefe Wunde. Sie könnte einige Bandagen gebrauchen. Oh, Dakaria könnte es vielleicht in die Klinik heute Nacht gehen. Zenovia hat einige scheußliche Wunden. Es scheint sehr ernst zu sein. Wieder ein komisches Zeichen da unten. Leicht krank. Es ist auch ganz schön kalt. Wird es langsam kalt? Kann das sein? So. Sehr. Wahrscheinlich seht euch nur meine Wunde an. Bitte, ihr müsst mir helfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwer verletzt. Verletzt. Ich muss mich eine Weile hinlegen. Sonst gehen meine Wunde auf. Ja, Zenovia, hau dich hin. Natürlich, natürlich, natürlich. Crunky. Ich muss heute Nacht einige Bandagen finden. Ich darf meine Freunde nicht im Stich lassen. Und ich soll mich voll verlesen, weil ich das so süß finde. Das ist ja toll. So, er ist leicht, weil er bleibt jetzt erstmal, obwohl wir könnten uns theoretisch... Oh Gott, da musst du ihr was zu essen bringen, weil sie so fertig ist. Genau, ja, hau dich hin. Ist okay. So, Crunky, bring ihr mal so eine Mahlzeit, bitte. Und zwar ein bisschen schneller vielleicht. Oh, wir können Fleisch ernten. Oh, doppelt sogar. Was ist denn das jetzt hier? Der Tag fängt zwar nicht so gut an. Komm schon, gib nicht auf. Du musst etwas essen. Es ist jemand an der Tür. Oh, so süß, oder? Das ist gerade viel spannender als der Mensch an der Tür. Ah, diese Nacht war ruhig. Miffy ist jetzt wieder da. Genau, wir haben jetzt ganz viel Wasser. So, Zenovia, du kannst dich sofort wieder... Sie ist aber echt schwer verletzt, ne? Verletzt. Dann könnte sie ja nicht... Dann mach mal... Mach mal Zenovia hier so eine... Mach du das mal selber jetzt. Mach dir mal eine Bandage drauf, bitte. Oh Gott, schlepp dich mal... Oh Gott. Scheiße, haben sie hier echt rumgeschossen, die scheiß Wix-Arschgeigen. So, Miffy ist da. Halt, da ist jemand an der Tür. Warte mal. Können wir mal ganz kurz... Kann mal Crunky das abernten hier? Und Miffy... Ach, das ist der Händler. Miffy, erntest du mal hier, bitte? Genau, ich habe Schmerzen, ich lege mich für eine Weile ins Bett. Das tust du. Vorsichtig, mein Kind. Also ich selber in dem Fall. Du könntest etwas wohl vertragen. Ja, wir sollten vielleicht mal im Radio hören, das habe ich gestern ganz vergessen. Ja, kannst du durchaus noch Fleisch machen. Mach mal hier ruhig das aus. Dings. Kompost. Obwohl wir Kompost, glaube ich, auch nur aus Fleisch herstellen können, davon mal ganz abgesehen. So, und jetzt, Crunky, legt sich bitte mal auch hin. Oh. Halt, und ich möchte noch mal ganz kurz gucken, wie viel Wasser haben wir jetzt gerade? 11. Das heißt, dann können wir, bevor du an die Tür gehst, Miffy, hau hier schon mal Gemüse mal rein. So, sehr gut. Genau, 72 Stunden. Ja. Perfekt, machen wir gleich. Und dann sollten wir das Wasser nochmal einmal starten. Wir haben ja noch einen Filter. Ja, ja, und du warte kurz. Ich mach dir sofort auf. Und was habe ich gesagt? Zenovia hat jetzt gerade gegessen. Hier, geht da nochmal dran, bitte. Und zwar ein bisschen schneller. Tag 21. So, und dann sollte auch Crunky auf jeden Fall essen und Dakaria auch noch.
damit wir hier im Rhythmus bleiben. Die ist auch gar nicht mehr müde. Dann ess doch das hier mal. So. Okay. Was willst du? Zeigen Sie mir, womit Sie handeln möchten. Was, ja, okay, du hast Bandagen. Das ist ja auch schön. Vielleicht sollten wir sogar fast eine nehmen, vorsichtshalber. Es ist halt nur teuer. Die Frage ist, wenn jetzt Zenovia ist jetzt bandagiert und Dings kann in die Klinik gehen. Wir sollten unbedingt Munition holen. So sieht es schon mal aus. Und wir sollten geben dafür, ja, am besten hier das Ding, ne? Alles andere ist wertvoll und können wir gebrauchen. Aber das können wir nicht gebrauchen. Ah, wir können es einigen, das ist ja schön für dich. Ich bin aber noch nicht fertig. Da haben wir das, da haben wir noch genügend. Ja, das ist wohl ein Scherz, dachte ich mir schon. Boah, so viel will ich dir gar nicht geben. Das reicht nicht. Ja, ich habe mir gedacht, dass es ziemlich teuer ist. Wir sollten uns echt so einen Kräuterstand bauen. Nimm das mal ganz kurz weg. Hier, jetzt, wir nehmen erstmal das hier mit, bitte. Und was nehmen wir noch dazu? Ja, hier, können wir eigentlich auch immer gebrauchen, ne? Ich überlege gerade. Warte mal, mach mal ganz kurz, nicht interessiert. Ja, ist alles in Ordnung. Miffy haut sich jetzt mal bitte ganz kurz hin. Die muss jetzt nämlich auch mal endlich schlafen. Dakaria kümmert sich jetzt gleich hier weiter. Aber die kann jetzt erstmal bitte einmal... Halt, nein, das kann Miffy nochmal schnell machen. Bevor du dich hinlegst, Miffy, bitte. Du wirst eh nicht mehr bis heute Abend fertig sein mit dem Schlafen. Miffy? Warum hörst du das nicht an? Hä? Ich hab doch... Das ist doch Dakaria. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Die haut sich jetzt wieder hin. Weil sie sich erholt. Das ist schön. Das soll sie aber nicht. So, jetzt geht das Radio aber auch. Okay, es gibt immer noch sonnige Tage. Ich bin immer noch sehr überrascht, dass noch kein Winter ist. Wachpatrou... Okay. Tag 1... Ja, genau. Das sind zwei Sachen. Wachpatrouillen der Bürgerwehr haben der Kriminalitätswelle in Pogoren ein Ende gesetzt. Das Schlimmste ist überstanden, aber es kann nicht schaden, wachsam zu bleiben. Ja, das haben wir heute Nacht gemerkt. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Ding anscheinend. Sonst lese ich von oben vor. Das wird mir hier nicht angezeigt. Wurscht. Die internationale Gemeinschaft hat sich darauf geeinigt, Friedenstruppen nach Pogoren zu entsenden. Die Operation soll in ungefähr 2 Wochen starten. 2 Wochen noch? Und man erhofft sich davon ein Ende des zerstörerischen Konflikts. 2 Wochen. Soll in 2 Wochen starten. So, Dakaria, schwing jetzt mal deinen Hintern hier raus. Hier legt sich jetzt Miffy rein, damit sie wenigstens noch eine Stunde schlafen kann. Und jetzt schau mal bitte, was wir jetzt noch brauchen. Beziehungsweise, ach, da oben kann ich jetzt nicht gucken am Herd. Und zwar beeil dich jetzt, wir wollen auf jeden Fall noch handeln. So, wie viel kostet das hier? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Herd aufbauen kostet. Aber wir brauchen bestimmt noch Teile und Holz. Sowas kann man immer gebrauchen. So Filter hat er ja nicht mehr gehabt, ne? So, egal jetzt. Renn jetzt mal hier hin. Bitte. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ich will jetzt hier noch mal ein bisschen handeln. Hopp jetzt! So. Wir handeln jetzt. Folgendes. Die Munition, habe ich gesagt. Brauchen wir ganz dringend, nämlich.
Und dann, du hier, du kriegst so ein Ding. Jetzt nimm doch mal hier so ein Ding auch mit. Und dann. Ja, du kriegst ja hier noch eins. Aber ein Scherz. Ja, du kriegst ja hier noch eins. Das ist immer noch ein Scherz. Kriegst du von mir aus. Das reicht immer noch nicht. Das reicht nicht. Drei Dinge, das reicht nicht. Wie teuer ist denn so ein... Will ich es dann überhaupt kaufen? Wir hatten auch noch Bandagen eigentlich. Hatten wir noch Bandagen auch irgendwo? Wo ist denn hier mein Heftchen? Hier waren doch auch noch Bandagen. Was so viel kostet, dann hole ich das nicht. Da Bandagen. Zum Beispiel im verlassenen Haus steht es hier. Zum Beispiel. Und sonst lese ich jetzt gerade nicht. Schrank unten. Ja gut, das heißt wahrscheinlich zum Klauen der... Nee, Schrank unten, in der Tankstelle. Da sind überall Bandagen. Alles easy, brauchen wir jetzt nicht, nehmen wir nicht mit. So, tschüss. Ja, da geht's großzügig. Hier, wir können uns einigen. Du kannst mir jetzt nochmal ein paar Teile geben. Du kannst mir auch nochmal hier so zwei Anzünder vielleicht geben. Kann man immer mal gebrauchen. Dann gib ihm nochmal einen, großzügig. Ja, dann gib mir hier mal Teile noch. Reicht nicht. Dann machen wir das doch so, würde ich sagen. So. Handeln. So. Danke, ich habe noch mehr. Schauen Sie nur. Nee, Dakaria, kannst du ihn wegschicken. Tschüss. Hoffentlich werden mich die Scharfschützen nicht sehen. Ja, das hoffe ich für dich. So, irgendwer musste noch was essen eigentlich und ich habe es nicht gemacht. Crunky und Dakaria eigentlich. Steht aber... Dakaria hat auch keinen Hunger. Crunky aber schon. Ist komisch. Die haben beide vor 2 Tagen gegessen. Kann das sein, weil die was anderes gegessen haben? Hält vielleicht so eine Konservendose länger satt? Nee, Miffy hat gestern gegessen. Miffy hat gestern so eine Konservendose. Die ist schon wieder hungrig. Vielleicht halten die weniger lange satt. Das kann natürlich theoretisch sein. So, wir haben gesagt, sie ist verletzt. Sie ist schwer verletzt bandagiert. Oh Gott, ich hoffe, dass... Zenovia muss echt im Bett schlafen. Die muss sich ausruhen. Ich hoffe, wir können das zusammen zu zweit hier stemmen, die beiden. Sie ist müde. Ja, sie muss halt morgen früh gleich als Erste schlafen. Dakaria geht plündern. Und zwar geht die halt in die Klinik. Außerdem ist sie leicht krank, aber da werden sie ja wieder nichts machen. Aber sie ist verletzt. Ich hoffe, da machen sie was. Stadtkrankenhaus. Hatte ich mir dazu irgendwas aufgeschrieben zum Stadtkrankenhaus? Wie spielt es ein? Ich wollte heute noch ein Part rauswerfen. Geht, glaube ich, noch. Stadtkrankenhaus, Krankenhaus? Irgendwas? Ich glaube, ich habe nichts aufgeschrieben. Vielleicht habe ich es noch vergessen. Nee, habe ich nicht. Okay. Wir könnten natürlich Dietriche mitnehmen, aber die Frage ist, ob wir das überhaupt tun wollen. Genau, im Bett schlafen, Wache, plündern, vorbereiten. Komm, nimm doch einfach mal 2 Dietriche mit und ich weiß nicht, wir müssen halt echt aufpassen, ne? Ich glaube, Sägeblatt brauchten wir dort nicht. Wir können denen ja Medikamente und sowas vorbeibringen, aber ich glaube, das behalten wir selber. Und sie soll halt verarztet werden. Ich würde ihnen ja gerne irgendwas spenden, aber also der, mein guter Wille ist ja schön und gut, aber er muss ja nicht sein. Muss ja nicht übertreiben, wenn es einem eh jetzt nicht ganz dreckig geht, aber nicht gut. Ne? Also, obwohl die armen Menschen ja immer gerne... Du tust mir nichts, oder?
Hey, Sie, können Sie helfen? Ja. Wenn Sie medizinisches Zubehör in den Trümmer finden, bringen Sie diese zum Doktor. Ja, das schaue ich mal. Wir haben viel durch die letzte Bombardierung verloren. Wir könnten ein paar zusätzliche Hände gut gebrauchen. Boah, der kam jetzt gerade mit so schnellen Schritten auf mich zu. Schau mal, wie der Karrier läuft, ey. Die arme Humpelfrau. Zwar noch nicht ganz so schlimm wie Miss Zenobia, aber das ist schon auch schon heftig. So, du gehst jetzt erstmal gleich hier zu ihr hin. Nach der letzten Bombe. Sie sehen nicht gut aus, werte Frau. Kann ich behilflich sein? Ja. Ein bisschen Wohltätigkeit würde nach der letzten Bombardierung nicht schaden. Es tut mir leid, aber Sie haben... Ja, du hast mich gerade verratet. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Okay. Ey, krass! Was? Da will ich jetzt hinterherlaufen. Was rennt die denn jetzt hier so hoch? Was ist die denn jetzt hier so hochgerannt? Krass. Wenn ich nur mehr tun könnte. What? Dem armen Herrn fehlt ein Arm sogar. Boah, hier ist echt was los, ey. By the way, also jetzt mal ganz kurz Stopp. Erstmal muss ich mal einen Schluck trinken. Und ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, dass sie uns nicht nur bandagiert hat wegen unserer Dingsbums-Verletzung, sondern obwohl wir leicht krank sind, hat sie uns auch trotzdem auf Medikamente gesetzt. Also super. Wahrscheinlich sind wir schon leicht krank durch unsere Verletzung. Wir waren ja vorher nicht leicht krank, ne? Ich dachte ja erst, es wurde kalt, aber wahrscheinlich liegt es daran, weil sich das entzündet hat. Klasse. Ganz klasse. Also, ne? Ja. Gut, aber hat sich gelohnt. Also, hier kann ich klauen, hier kann ich was nehmen. So, nehmen ist okay. Klauen mache ich nur, wenn die Frau hier weggeht. Ja, nimm das mal. Guck ich raus. Zum Beispiel jetzt geht sie. Mach mal die Tür hier zu. Warum rennt die denn hier immer so lang? Meinst du, die sehen mich, wenn ich jetzt da klaue? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, muss ich aber auch nicht nehmen. Ganz ehrlich, ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt bräuchte. Komm, lass es. Lass es einfach. Ich meine, sie haben mir geholfen. Ich muss ihnen ja jetzt nicht auch noch... Ich fühle mich so machtlos. Ja, ich fühle mich auch so machtlos hier. Hier hätte es noch mehr gegeben. Hier ist auch oben noch ein Stock, ne? Da ist hier dieses eine Graffiti. Ich weiß gar nicht, ob wir da hoch... Oh, eine Schaufel könnten wir mitnehmen. Kann ich das... Beten bringt nichts. Muss ich mal aufschreiben. Weil das machen wir dann lieber mit der Schaufel, anstatt dass ich jetzt hier mit den Händen rumkrame. So, hier ist nur Schutt. Die kann sogar gehen, wie man gerade sieht. Geh mal hier näher dran, aber ich habe Angst, dass die mich jetzt hier gleich sieht. Bitte sieh mich nicht. Oh Gott. Hier ist das gleiche drin, alles klar. Das brauche ich genauso wenig. Ich weiß, dass es schmerzt, aber sie müssen tapfer sein. So viele Menschen sind während der Bombardierung gestorben. So viele. Okay, da kann ich wieder klauen. Will ich aber nicht. Wahrscheinlich ist es wieder das Gleiche. Wenn ich nur mehr tun könnte. Wir werden so viele wie möglich retten. Ja, und ich bin eine davon. Oh, da ist auch nochmal Schau. Oh Gott, warum geschieht mir sowas? Schicksale ohne Ende.
gut, ich muss durchhalten. Boah, heftig halt einfach. Also hier brauchen wir auch nochmal eine Schraufel. Heftig, heftig, heftig. So, was steht hier? Kann ich mir das nochmal anschauen? Was steht da? Ich muss etwas überprüfen. Achso. Ach, das war das. Leg ich nicht mehr an. Nein, mache ich nicht. Ich klau da auch nichts. Ich gehe jetzt hier einfach durch. Genau, du überprüfst jetzt mal was. Ist schon 3 Uhr, sehe ich gerade. Wir haben noch nicht so viel Ausbeute gemacht. Wir sollten jetzt mal ganz hoch in den 3. Stock. Wir sind halt auch sehr langsam unterwegs. Sie will aber nicht wieder rennen. Das letzte Mal beim Rennen. Das fanden sie irgendwie auch nicht so gut. Ich kann nicht. Es reicht mir. Oh Gott. Du bringst dich jetzt aber nicht um hier draußen irgendwo, oder? Hier ist nichts. Kommst du da hoch auch noch? Irgendwie muss man ja da noch hin. Ja, da ist doch noch der Typ. Es ist schon 4 Uhr. Dakaria kommt zu spät, sehe ich. Da kann ich nur klauen. Ich frage mich, wie das Wetter heute Abend ist. Ich sollte zurückkehren. Ja, ich glaube, das schaffst du eh nicht mit deinem Tempo. Daher, wo ist die Kacke? Oh. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Und die geben wir nicht dem Doktor. So, meinst du kommst noch zum Ausgang? Ich muss zurückkehren. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam. Ja, dachte ich mir.